Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 2. Dezember 2017? Die Scheinbewegung der Sonne ist im Tierkreiszeichen Schütze und bekommt einen Einfluss von Rastaban. Rastaban ist ein Stern in Sternbild Drache und vermittelt uns etwas, wir sollen achtsam sein. Vielleicht bekommen wir einen falschen Rat oder treffen wir falsche Entscheidungen. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und wo befindet sich die Mond? Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Stier, hat eine zunehmende Mondphase und nähert sich zu Vollmond. Mond bekommt einen Einfluss vom Perseus. Die Geschichte dazu ist, es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prallte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und sie haben natürlich bei Poseidon, bei Gott des Meeres, beschwert. Poseidon schickte dann den Walfisch in diesem Königreich, die Königin zu bestrafen. Was hat diese Seeungeheuer gemacht, diese Walfisch? Nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Andromeda hatte Angst gehabt, könnte auch nicht bewegen. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Die beiden haben sich auch verliebt und dann haben sie mit Pegasus, mit diesem geflügelten Pferd, davon geritten, natürlich im Himmel. Dieser Pferd hat auch Flügel gehabt. Und dieser Perseus, der Andromeda befreit hat, hat einen Einfluss auf die heutige Mondenergie und das fühlen wir auch. Wir befreien uns von etwas. Oft handelt sich an unseren eigenen Gefühlen, wie Schuldgefühl oder Zweifel oder Angst. Und das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben und davon sollten wir befreien. Und das ist die heutige Botschaft, was die Mond vermittelt. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bringen etwas zum Ende. Oder beenden sie etwas. Oder trennen oder kündigen. Es ist auch eine Befreiung gerade für die Stiergeborenen. Und sie spüren auch die inneren Kraft. Und mit dieser inneren Kraft werden sie vieles bewältigen und sie haben auch Lebensfreude oder diese Lebensfreude gibt auch Kraft und ein Gleichgewicht für die Stiergeborenen und können auch aktiver sein im beruflichen Umfeld. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen ein Gleichgewicht, besonders wenn es um die liebe Partnerschaft geht, auf andere zugehen, Gefühlen zeigen. Venus, die Liebesplanet, spiegelt etwas gerade für die Zwillingsgeborenen. Es ist nicht nur heute, sondern das wird in der nächsten Zeit so sein. Und es wird auch ein wichtiges Thema sein, aber die Zwillingsgeborenen sollen auf diese Spiegel schauen. Aber auch die Kontakte, die Kommunikation ist auch wichtig. Nicht nur warten, bis die andere was sagt, bis diese Nachricht kommt, sondern auf anderen zugehen. Das kann natürlich auch die beruflichen Situationen betreffend sein. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos. Wo sie aber die Kraft haben, das ist ihren Inneren. Und das spüren sie dann, wenn sie zur Ruhe kommen. Und das ist wichtig. Dann kommen Veränderungen, Umbrüche. Es ist vielleicht noch nicht der richtige Moment zum Handeln, weil etwas bremst noch. Und da liegen noch die Hindernisse. Und die Krebsgeborenen sollen auch ihren Zweifel oder Angst von diesen Veränderungen überwinden. Erstmal abwarten auf den richtigen Moment. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen
sind ein bisschen unruhig oder sie haben das Gefühl, es geht nichts voran, obwohl die Einflüsse wunderbar sind. Vielleicht heute sind noch diese Einschränkungen da oder fühlen sie sich unsicher. Aber in den kommenden Tagen können sie endlich aufatmen und sind Veränderungen da. Chancen, Möglichkeiten, Neuigkeiten, Kontakte, Gespräche und in die Liebe haben auch Glück gerade die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist gerade unbeweglich. Sie haben das Gefühl, es geht nichts voran, auf keine Richtung. Obwohl, sie haben doch die innere Ruhe und auch diese Vertrauen. Aber wo sie Einschränkungen haben, sind die Gespräche. Entweder hört niemand zu oder andere haben andere Meinung und die Jungfrau geboren, können sie nicht anderen überzeugen. Das kostet so viel Kraft. Und verliert die Harmonie. Das ist die einzige, was momentan die Jungfrau geborenen hindert. Aber das verbessert sich bald. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein beruflicher Erfolg, aber sie zweifeln noch daran, aber es ist wichtig, in diesem Vertrauen bleiben. Nicht nur beruflich geht's voran bei den Wagengeborenen, sondern auch in die liebe Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen auf dem Gleichgewicht achten. Dann ist das alles wunderbar. Das bedeutet inneren Gleichgewicht. Etwas im Harmonie halten, aktiv und passiv. Im richtigen Moment auch mal aktiv sein, aber wenn das angebracht ist, eher abwarten. Und all das ausbalancieren ist wichtig, gerade für die Skorpiongeborenen, weil so finden sie auch die inneren Ruhe. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist einiges in Bewegung. Sie werden jetzt auch wahrgenommen und es ist auch Erfolg. Sie haben auch eine ganz starke Auftreten momentan, auch wenn sie daran zweifeln und auch gar nicht so bewusst ist für die Schützengeborenen. Aber die Umgebung nimmt sie wahr und daran liegt auch der Erfolg. Auch in die Liebepartnerschaft bewegt sich einiges, nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit und die Gespräche nehmen auch zu. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist ein Aufstieg. Auch finanziell ist das jetzt viel besser, da bewegt sich auch jetzt etwas und sie können etwas selbst gestalten. Und sie spüren wieder diese Kraft. Sie beenden auch etwas oder anfertigen etwas. Also sie sehen schon, dass die im Ziel angekommen zu sein. Also in dieser Richtung bewegt sich einiges. Und das natürlich auch stärkt die Selbstwertgefühl. Und sie werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sind nervös, unruhig oder haben das Gefühl, es bewegt sich nichts voran. Aber das sind nur so Momente im Leben. Und die kommenden Tage können sie auch aufatmen und nach dem Vollmond bewegt sich einiges und kommt auch der Erfolg. Und es wird auch spürbar sein in allen Ebenen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, beruflichen Erfolg und auch in die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist alles stabil. Aber die Gespräche, sie fühlen sich missverstanden oder sie können andere nicht überzeugen oder warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Dann kommen alte Erinnerungen wieder hoch, was die liebe Partnerschaft betrifft. Vielleicht nicht heute, aber in der nächsten Zeit, dann kommen wieder alte verletzten Gefühle. Also lieber die Ruhe bewahren, nach vorne schauen, etwas verändern im Leben und nicht diese alte Geschichte oder diese Erinnerungen pflegen, weil das tut weh. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen ihre Kraft bewusst einsetzen. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die Kraft, Gleichgewicht und fühlen sie sich kraftlos. Aber ansonsten gute Einflüsse. Auch in den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung, Gespräche, Kontakte, Veränderungen und in die liebe Partnerschaft haben auch Glück gerade die Wiedergeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschnittenen Anfertigen berechnen
Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und Sie können gerne die Fragen stellen, was passiert Jahr 2018? Was erwartet mich? Was sind die Tendenzen? Was passiert in einzelnen Monaten? Und das kann ich ganz genau beschreiben. Oder wenn Sie Fragen haben, wie zum Beispiel, kommt er zurück, antwortet auf mein E-Mail, denkt er an mich, soll ich bei dieser Arbeit bleiben, soll ich diese Schulung machen, bin ich spirituell, soll ich auf diese Reise gehen, wie steht mein Chefin zu mir und diese Fragen, was die Alltag betrifft, sind auch sehr wichtige Fragen und das zu beantworten, brauche ich keine große Analyse, auch nicht zeitaufwendig und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und das funktioniert über E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@tenderasusannamedici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.